Also für mich ist einlassen auch loslassen auch mit ein aufs Neue einlassen. Also es spielt wie zusammen. Also loslassen hat immer auch mit etwas zu tun. Da kommt was Neues auf mich zu. Das vergessen viele. Sie denken, oh nein, wenn ich das loslasse, dann stehe ich da und ich weiß nicht, wohin es geht. Und wenn man sich mit dem neuen Weg oder vielleicht mit den neuen Möglichkeiten beschäftigt, dann fällt einem vielleicht auch ein bisschen das Loslassen weniger schwer. Also das finde ich, das habe ich auch in einem Challenge gerade erst bekommen, das Einlassen und Loslassen dasselbe ist. Also es gehört auf eine Ebene. Und Loslassen ist natürlich ein Prozess, das kann nicht geschehen von heute auf morgen, oder? Das ist wirklich ein Prozess mit sich selbst. Und ich denke, da ist es wichtig, dass jeder Mensch seinen Weg auch selbst für sich findet, weil es gibt so viele Methoden. Aber das Gefühl, das man hat, wenn man eine Methode macht, das einem gut tut, das finde ich wichtig, dass jeder in sein eigenes Gefühl kommt. Das sage ich auch immer meinen Kursteilnehmern. Ich bin da nicht der Hero oder ich bin zwar der Coach, der vor Ihnen steht, und trotzdem haben Sie da in sich dieses Licht, das auch ich in mir trage. Und ich möchte das Licht aktivieren von Ihnen und eigentlich das Vertrauen geben, dass jeder in sich, ich sage es mal, diesen Kompass hat, der einen führt und der einen leitet. Und das ist im Grunde genommen auch das Herz. Und das gibt natürlich Impulse. Und da denke ich auch gerade beim Loslassen ist es da wichtig, was tut mir gut? Oder vielleicht, vor was habe ich Angst? Vor was habe ich Angst, das und das loszulassen? Weil Angst ist für mich auch verbunden mit einer Stärke. Also wenn ich eine Angst genauer anschaue, liegt dahinter immer meine Stärke. Also das war in meinem Leben wirklich und auch in dem Leben von meinen Kundinnen und Kunden oftmals so, dass dann hinter dieser Angst eigentlich die größte Stärke verborgen war. Und das finde ich halt schon wichtig, dass man sich auch hier wieder mit dieser Angst oder mit diesem Loslassen auseinandersetzen, das nicht einfach wegdrückt und denkt, das erledigt sich dann schon oder da kommt irgendwann ein Therapeut, der mir hilft. Das ist nicht die gute Methode. Also das muss wirklich, da muss man selbst aktiv werden, in Bewegung kommen und versuchen, etwas zu tun, das einem hilft. Jetzt hast du gerade zwei, drei so richtig gewichtige Schwerpunktsthematiken. Ich komme da später noch drauf, glaube wegen der Angst, dann eben wegen der Selbstverantwortung beim Therapieren. Das habe ich da noch dabei, wunderbar, aber super, sprichst es schon mal an. Und ich denke, dass wegen dem Loslassen, eben du hast von Prozessen gesprochen, ich denke, das kann man auch so ein bisschen wie mit einer Zwiebelschale oder mit Zwiebel vergleichen, wieder eine Schale weg und dann wieder, dann kommt die nächste. Und dann schön formuliert, denke ich, dass eben jeder herausfinden soll, was für ihn am besten ist. Ich glaube, es ist wie bei der Ernährung.